Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Rezensionen. Die Verknöpften. Von Andrea Behnke und Inbal Leitner. Eine Rezension von Uwe Kulnick. Die dunkle Wolke. Da ist von Anfang an diese dunkle Wolke einer furchtbaren Bedrohung, die mit diesem Buch verbunden ist. Aber vielleicht erscheint es nur uns als Erwachsenen so, weil wir natürlich all die furchtbaren Dinge, die in Deutschland nach der Machtübernahme unliebsamen Menschen angetan wurden, schon vor dem Lesen vor Augen haben. Nein, denn auch für Kinder beginnt die Geschichte mit einem Prolog, der Ghetto Riga heißt und der sofort diese dunkle Wolke beschwört, auch wenn die Kinder noch nicht wissen, wie die folgende Katastrophe wirklich aussieht. Kinder finden in dieser Geschichte nur wenig wirklich Schönes, dafür desto mehr Menschliches, Kindliches, ja Universelles. Freundschaft und zerfließende Freundschaft. Das erste Glück der Vertrautheit mit einem anderen Menschen. Kindliches Miteinander mit scheinbar oder anscheinend unendlichem Gefühl steht neben den ersten Bedrohungen. Noch scheinen diese eher typisch für das Verhalten der Stärkeren gegenüber den nicht so Starken zu sein. Doch schon bald tritt ein konkretes Gespenst auf, das übermächtige Gespenst einer kollektiven Bedrohung, das gegen Juden sein. Das Geschehen wird im Buch für Kinder aufbereitet. Das Gespenst drängt sich überdeutlich in die Welt der Kindheit ein. Es handelt davon, dass sich ihr bisheriges Leben plötzlich verändert. Etwas greift in ihr Dasein, aber auch in das Leben ihrer Eltern. Es gibt nun plötzlich etwas, das Kinder von anderen Kindern unterscheidet, das weit über das Geschlecht und den bisherigen gesellschaftlichen Status der Eltern hinausgeht. Die Autorin bringt den Judenhass fast selbstverständlich ins Leben der Kinder hinein, so dass es nicht den sofortigen Zusammenbruch allen normalen Lebens mit sich bringt, aber dennoch massiv genug ist, um ihre gesamte Gefühls- und tatsächliche Welt zu belasten. Das lesende Kind, die lesende Familie, erfährt viel vom Lebensgefühl und Inhalt des normalen Kinderlebens zwischen 10 und 14, das aber nicht normal bleiben darf, sondern immer stärker eingeschränkt wird. Nur einzelne Kinder wollen die von Erwachsenen definierten Grenzen und Ausgrenzungen nicht akzeptieren, verstehen nicht, was man von ihnen da verlangt, da doch gerade Freundschaften entstanden sind, Vertrautheit außerhalb der Familie wächst und unbedingtes Vertrauen in andere Kinder gelegt wird. Diese Situation, diese Bedrohung beschreibt Andrea Behnke sehr genau, unaufgeregt, ohne Übertreibungen. Dinge, die Erwachsene im Hier und Jetzt kennen und die uns als Leser bedrücken, werden auch Kinder bedrücken, wenn auch erst in langsam wachsendem Maße. Und das ist auch gut so. Es soll ja nicht geschockt, verurteilt oder bestraft werden, sondern es soll Verständnis für das Erleben der damals Kind gewesenen entstehen. Es soll Empathie zwischen den erleidenden Kindern im Buch und den lesenden Kindern ermöglicht werden. In bester schriftstellerischer Kunst werden Ereignisse, Situationen, Gefühle und Schmerzen sichtbar und werden nicht nur erzählt. Der Autorin gelingt es, das Leben der Kinder nach 1938 zum Leben der heutigen Leser zu machen.
empathisch mitzuerleben, wie die Schule zu einem Ort der Sehnsucht wird, weil man von der bisherigen Schule ausgegrenzt ist. Zu erleiden, wie die eigenen Eltern auf ihrem Platz des Urvertrauens erschüttert und angreifbar, ja sogar gebrochen werden. Dann erscheint ein Way out aus diesem unschön gewordenen Leben. Aber es wäre ein Ausweg ohne Mutter, ohne Vater. Nein ist die einzige mögliche Reaktion der in Frage stehenden Kinder. Nein die der Eltern. Und doch. Bedrohte jüdische Kinder sollen sich von ihren Eltern trennen. Um was? Um ein besseres Leben zu haben oder nur um zu überleben? Wir wissen heute, dass Eltern sich damals von ihren Kindern trennten. Sie gaben dieses höchste Elternopfer nur deshalb, weil sie keine gemeinsame Zukunft in Deutschland mehr sahen. Viele vielleicht auch, ohne es sich zu der Zeit wirklich einzugestehen und in der Hoffnung auf ein Später. Später kommen wir nach. Oder? Dieses Buch ist ein gutes Buch. Nein, das reicht nicht. Es ist ein Buch wie das imaginäre Buch, welches mir mein Lehrer erzählt hat und das in mir eine Empathie mit den hier betroffenen Kindern, aber auch mit den damals innerlich zerrissenen, zerstörten, später oft getöteten Eltern weckte, die bis heute nicht erloschen ist. Das macht dieses Buch auch. Mehr noch, die Illustratorin Inba Leitner erreicht es, keine reinen Kinderillustrationen zu schaffen, sondern durch ihre Kunst, die in unserer Zeit langsam in Vergessenheit geratene, heute fast vergangene Generation, mit blassen Farben, aber desto eindringlicher darzustellen und ins Heute zu rufen. Die Kinder erscheinen fast zeitlos, aber eben nur fast. Ihre Lebensumstände sind vergangen und die auftretende Gewalt erscheint beinahe beiläufig, aber desto brutaler und die Abschiede sind sentimental und endgültig dargestellt. Am Ende des Buches werden unsere Kinder hoffentlich fragen, was ist mit den Eltern und Kindern, die in Deutschland geblieben sind? Und was ist mit den Kindern, die nach England kamen, geschehen? Genau das sollen sie fragen. Und die Eltern und Erzieher müssen es ihnen erzählen. Gern ebenso behutsam, aber so deutlich, wie Andreas Behnke und Inba Leitner es getan haben. In ihrem empfehlenswerten Buch »Die Verknöpften«. Sie hörten Rezensionen. Die Verknöpften von Andrea Behnke und Inba Leitner. Eine Rezension von Uwe Kulnig. Gelesen von Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.